Die letzten zwei Landtagswahlen dieses Jahres sind absolviert und in diesem Video wollen wir mal der Frage nachgehen, ob die Ergebnisse der Landtagswahlen sich auch auf die Umfragewerte zur Bundestagswahl 2017 niedergeschlagen haben. Das ist die Fragestellung, der wir mal nachgehen wollen und wo wir schon mal dabei sind, soll dann auch noch mal geschaut werden, wie sähe denn momentan der neue Bundestag aus, wenn jetzt die Wahl stattfinden würde, welche Koalitionsmöglichkeiten gäbe es zurzeit? Und zu guter Letzt gibt es auch noch einen interaktiven Part in diesem Video. Da könnt ihr dann mitmachen und wie das geht, das verrate ich euch dann am Ende dieses Videos. Zunächst gehen wir erstmal der Frage nach, ob die Landtagswahlen überhaupt einen Einfluss auf die Umfragewerte bundesweit haben. Und dazu schauen wir uns mal diese Grafik hier an. Sie umfasst den Zeitraum etwa der letzten 2 Monate, beginnend mit dem 21. Juli und endend mit dem 21. September 2016. Denn die letzte Umfrage, die hier in die Berechnung mit eingeflossen ist, stammt vom 21. September. Wie kommen jetzt diese Zahlenwerte zustande? Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Und zwar werden immer die letzten 5 Umfragen genommen und daraus wird dann der Mittelwert gebildet, der Schnittwert. Und man kann sich so in etwa ausrechnen, so 5 Umfragen, das sind zwischen 7 und 10 Tagen, also die letzten 7 und 10 Tage, die da einfließen. Das kann mal mehr, kann auch mal weniger sein, je nachdem, wie aktiv auch die Meinungsumfrageinstitute sind. Schauen wir mal auf den 21. Juli, das sind also die Werte ganz links. Die Union kam da im Schnitt auf 34,1%, die SPD auf 22,3%, die Grünen auf Rang 3 mit 12,4%, dahinter die AfD mit 10,3%, die Linke an Rang 5 und auf Rang 5 mit 9,4% und die FDP mit 6,4% wäre auch im Bundestag vertreten oder ist zumindest mal über die 5%-Hürde. So, und wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mal auf die Entwicklung seit den Landtagswahlen schauen. Das heißt, als erstes brauchen wir einen Zahlenwert, der unmittelbar vor diesen Landtagswahlen dasteht. Also wir müssen wissen, was ist eigentlich der Startwert vor den Landtagswahlen. Und das sind eben die Werte, die ich hier schon mit der Maus angezeigt habe. Also jene hier, das sind die Werte vom 3. September 2016. Und wir können schon mal sehen, bis dahin hatte die Union über 1% verloren und sank auf 32,9% ab. Und hinunter die SPD stagnierte und blieb so in etwa bei dem Wert vom 21. Juli. Ganz leicht ist da drunter mit 22,2%. Dann können wir aber eine große Veränderung schon erkennen. Die AfD ist nämlich bis dahin zur drittstärksten Kraft aufgestiegen mit 12,7%. Damit hat sie 2,4% dazu gewonnen seit dem 21. Juli. Die Grünen hatten fast 1% verloren und kamen nur noch auf 11,5%. Die Linke ist dagegen relativ konstant geblieben bei 9,5%, ein leichtes Plus, und die FDP hat 0,6 Prozentpunkte verloren. Das war der Stand der Dinge am 3. September, also einen Tag vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann gab es ja diese Wahl in Mecklenburg-Vorpommern und hier ist nochmal ganz schnell das Ergebnis im Überblick. Die SPD hatte diese Wahl gewonnen, aber unter Verlusten und kam auf 30,6%. Die AfD wurde zweitstärkste Kraft mit 20,8% und die CDU stürzte auf ihr historisches Tief ab auf 19%. Dahinter dann noch die Linke mit 13,2% im Landtag und das war es. Mehr Parteien haben es nicht über die 5%-Hürde geschafft, das heißt die Grünen, die FDP und auch die bis dahin im Landtag vertretene NPD schafften nicht den Sprung über die 5%-Hürde. Zur Erinnerung, dieses Ergebnis ist also ein sehr gutes für die AfD gewesen. Das heißt, man könnte erwarten, die AfD würde jetzt auch im Bund etwas geboostet werden, wenn es nun mal eben einen Effekt haben sollte, so eine Landtagswahl. Die CDU müsste also ein bisschen einbüßen, da sie ja auf einen historischen Tiefstand gefallen ist. Und die SPD, naja, sie ist als immerhin Wahlsieger geworden. Nicht so ruhmreich wie vor 5 Jahren, nicht so stark wie vor 5 Jahren, aber sie ist halt Wahlsieger geworden. Insofern, vielleicht gibt es eine leichte Veränderung nach oben, vielleicht stagniert sie auch. Aber so einen großen Unterschied sollte man bei der SPD nicht festmachen können. Das könnte man als Erwartung formulieren. Und schauen wir mal, was hat sich getan? Und um zu schauen, was sich getan hat, blicken wir jetzt mal auf diese dritten Zahlenwerte hier.
Das sind die fünften Umfragen nach diesem 3. September und das bedeutet, dass nur Umfragen eingeflossen sind jetzt in diese Berechnung, die seit der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gemacht worden sind. Und wir sehen so in etwa, das hat sich bestätigt, was man als Erwartung formulieren konnte. Das schwache Abschneiden der CDU färbte tatsächlich ab auf das Ergebnis im Bund. Das sind jetzt nur noch 31,8% im Schnitt gewesen und damit 1,1% weniger als vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die SPD blieb auf den gleichen Zahlenwert wie davor auch. Da gab es keine Veränderung. Die AfD, und das hatten wir ja auch eben schon erwähnt, durch diesen großen Wahlerfolg sollte ja eigentlich auch davon profitieren, wenn es eine Veränderung gibt. Und tatsächlich, es gibt eine Veränderung, und zwar in die Richtung, in der man es erwartet hätte. Die AfD kommt auf 13,6% da im Schnitt und damit fast nochmal 1% besser als am 3. September. Und bei den anderen Parteien gibt es auch noch ein paar Veränderungen. Die Grünen verlieren leicht und minimal, also sie stagniert mehr oder weniger. Die Linke verliert und kommt da nur noch auf 8,9%. Das könnte mit dem Wahlergebnis zusammenhängen. Die Linke hatte nämlich in Mecklenburg-Vorpommern ein enttäuschendes Ergebnis eingefahren. Und dann haben wir noch die FDP, die auf im Schnitt 6,5% gestiegen ist. Und das passt nicht mit dem Wahlergebnis zusammen von Mecklenburg-Vorpommern, sodass man sagen kann, bei den Liberalen gibt es keine Auswirkungen des Wahlergebnisses von Mecklenburg-Vorpommern auf die Wahlergebnisse, also die Umfrageergebnisse im Bund. Denn die FDP verfehlte ja in Mecklenburg-Vorpommern die 5%-Hürde, klar, aber trotzdem steigt hier die FDP bundesweit an um 0,7% im Schnitt. Das heißt, hier sieht es nicht so aus, als gäbe es da einen großen Zusammenhang. Jetzt schauen wir mal auf die nächste Landtagswahl und das war jene Landtagswahl in Berlin. Und hier nochmal das Ergebnis, ganz kompakt. Die SPD mit 21,6% zwar die stärkste Partei, aber doch starke Verluste. Die CDU in Berlin wie in Mecklenburg-Vorpommern auf einem historischen Tiefstand mit 17,6%. Und dahinter die Linke, die ein für sie überraschend starkes Ergebnis eingefahren hat, denn sie wurde drittstärkste Kraft. Das war nicht so abzusehen. Mit 15,6% war sie aber stärker als die Grüne mit 15,2% und dahinter dann die AfD mit 14,2%. Und auch die FDP schaffte den Einzug in das Abgeordnetenhaus von Berlin mit 6,7%. Dagegen die Piratenpartei mit 1,7% raus aus dem Abgeordnetenhaus. Das heißt, was könnte man jetzt als Effekte erwarten? Man muss sagen, so lange ist die Wahl noch nicht her und es gibt noch nicht 5 Umfragen danach. Das heißt, die Effekte sind, wenn es welche gibt, noch nicht so stark ausgeprägt. Aber man könnte erwarten, die AfD hat wieder relativ stark abgeschnitten. Man muss ja bedenken, Berlin ist nochmal demografisch auch was anderes als Mecklenburg-Vorpommern. Also vielleicht ein Ansteigen bei der AfD. Die CDU, die hat erneut nicht so gut abgeschnitten. Wie gesagt, historischer Tiefstand in Berlin. Also man sollte jetzt nicht so viel an Gewinnen erwarten bei der CDU. Vielleicht nochmal ein bisschen was an Verlusten. Mal sehen, was wir gleich sehen werden. Bei der SPD könnte man zumindest sagen, als zweifacher Wahlsieger vielleicht eine minimale Verbesserung nach oben, aber so ruhmreich ist das Ergebnis auch nicht. Und vielleicht ein Ansteigen bei der Linken. Mal sehen. Das könnte man als Erwartung beispielsweise formulieren. Und jetzt schauen wir mal, was sich jetzt momentan getan hat bis zum 21. September. Da sehen wir, die CDU, die bleibt in etwa auf dem gleichen Niveau wie eben hier am 15. September, 31,8%. Da hat sich nicht viel getan. Die SPD dagegen steigt auf 22,8%. Das könnte also mit diesen Wahlsiegen doch dann auf Dauer zusammenhängen. Aber das ist natürlich, das wird man vielleicht in ein paar Umfragen sehen, ob sich das manifestiert oder nicht. Die AfD steigt auch auf jetzt 14% im Schnitt. Also hier wirken auf jeden Fall diese Wahlerfolge noch nach. Und auch hier ist natürlich dann interessant zu sehen, wie es jetzt dann weitergeht, also die Folgen der Berlin-Wahl, ob die sich auch so stark ausprägen wie nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Grünen
fallen insgesamt auf 11%. Sie sinken also ein bisschen runter. Die Linke stagniert und auch bei der FDP gibt es nicht mehr ganz so viel Bewegung. Das also die Entwicklung. Aber, und das ist eben die Sache, wir könnten ja einfach nur, also wir vergleichen jetzt mal den Wert vom 3.9. und den jetzt vom 21.9. und da kann man die Tendenzen klar sehen. Die Union verliert insgesamt fast 1% aufgrund der Landtagswahlen. Die AfD gewinnt 1,3% hinzu und baut ihren Vorsprung auf die viertplatzierten Grünen aus, die ein halbes Prozent verloren haben. Auch die Linke verliert 0,7%. Und weitere Gewinner sind die FDP mit 0,4% und die SPD mit 0,6%. Das also mal so zur Entwicklung, aber man kann sagen, gerade bei der Union und auch bei der AfD gibt es eben Folgen, die man auch grafisch sehen kann, die mit der Landtagswahl bzw. mit den Landtagswahlen zusammenhängen. Jetzt schauen wir uns aber noch an, welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es zurzeit, wenn jetzt Bundestagswahl wäre und die Schnittwerte die Ergebnisse wären. Wir sehen, das wäre also hier die Sitzverteilung, die wir hier unten sehen. Und jetzt schauen wir mal auf die Koalitionsmöglichkeiten. Da gibt es realistisch gesehen nur zwei, die momentan in Frage kommen würden. Das ist die Fortsetzung der Großen Koalition. Diese käme auf 54,8% der Stimmen. Und es gäbe jetzt noch die Möglichkeit einer Koalition aus der Union zusammen mit den Grünen und der FDP. Diese Koalition käme auf 49,2% der Stimmen. Das genügt zur Mehrheit, denn wenn wir ja die Parteien rausrechnen, die an der 5%-Hürde scheitern, dann sind es nur 94,8% aller Stimmen, die also hier berücksichtigt werden würden. Und demzufolge sind 49,2% mehr als die Hälfte dieser 94,8%. Und das würde also genügen, um eine Regierungskoalition zu bilden. Nun, ein Bündnis aus Union, Grüne und FDP scheint aber nicht ganz so realistisch. Also ist momentan das einzige Bündnis, das in Frage kommen würde, die Fortsetzung der Großen Koalition. Und das bedeutet aber auch, dass solche Spekulationen wie R2G, also Rot-Rot-Grün, eigentlich momentan nur Überlegungen sind, die man zwar mal machen kann, aber wie wir sehen können, die überhaupt keine Mehrheit momentan haben und noch nicht mal in der Nähe einer Mehrheit sind. Denn man bräuchte ja mal mindestens ja sogar etwas mehr als 5% mehr bei Rot-Rot-Grün, um eine eigene Mehrheit haben zu können. Das heißt, das ist momentan eher ein Gedankenspiel. Genauso ist aber auch eine schwarz-grüne Koalition ein Gedankenspiel, denn Union und Grüne kommen auf 43% der Stimmen. Auch das wäre zu wenig, um zu regieren. Natürlich ist jetzt die Frage, gibt es überhaupt ein Szenario momentan, in dem Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün eine Mehrheit hätten? Das einzige mögliche Szenario, das man sich zumindest jetzt noch vorstellen könnte, in der wir diese Koalition einmal untersuchen könnten, wäre, dass die FDP erneut an der 5%-Hürde scheitern würde. Mit 6,2% ist sie eigentlich momentan solide über den 5%, aber das ist das einzig Mögliche, dass die FDP momentan, also die einzige Möglichkeit, die wir jetzt gerade mal durchspielen könnten, ist, dass die FDP an der 5%-Hürde scheitern würde. Und wenn wir das einmal durchspielen, dann sehen wir, dass das noch klarer ist. Nur die Große Koalition wäre eigentlich die, ja, also die Große Koalition wäre die einzige Möglichkeit, die hier eine eigene Mehrheit hätte. Union und Grüne würden sie knapp verfehlen. Und auch Rot-Rot-Grün ist zwar natürlich näher dran, weil wir ja eben die FDP rausrechnen, aber es genügt nicht für eine eigene Mehrheit. Das heißt, im Großen und Ganzen sieht es momentan so aus, als würde die Große Koalition weiterhin fortgesetzt werden nach der Wahl 2017. Es ist aber natürlich noch lange hin und es kann auch viel passieren. Das ist ja nur der Stand der Dinge momentan. So, und jetzt kommen wir zum interaktiven Teil dieses Videos. Ich habe das schon mal bei den Videos ausprobiert zur US-Präsidentschaftswahl. Da funktionierte das ganz gut. Und deswegen kann ich es jetzt auch mal hier etablieren. Und zwar ist das eine interaktive Umfrage. Die Frage lautet, für welche Partei würdest du deine Stimme abgeben? Und ihr habt jetzt hier sieben Möglichkeiten. Also alle Parteien, die momentan im Bundestag vertreten sind, plus FDP plus AfD. Und dann habt ihr noch ein Feld mit Sonstige. Und es funktioniert eigentlich relativ einfach. Die Partei oder das Bündnis, das ihr wählen wollt, dem gebt ihr durch einen Klick auf den Namen eure Stimme. Ihr kommt dann auf ein zweites Video, in dem eure Stimme dann quasi registriert wird.
Und die Sache ist auch anonym, das heißt also, ich weiß nicht, wer dann was geklickt hat. Insofern kann das eigentlich jeder, wer will, einmal machen. Sollte es nicht mit dem Klicken funktionieren, das gibt es ja manchmal bei technischen Geräten, da funktioniert das dann nicht mit dem Draufklicken, dann schaut mal unten in die Beschreibung, denn da sind die Verlinkungen zu den einzelnen Parteien auch angefügt und dann könnt ihr einfach unten den Link anklicken, dann wird die Stimme gezählt. Natürlich bitte nur einmal teilnehmen, aber das ist doch eigentlich klar. So, und die Auflösung, wie ihr abgestimmt habt, das wird es dann beim nächsten Video geben. Wann genau? Das weiß ich noch nicht, vielleicht in 2 oder in 3 Wochen. Und dann kann ich euch mal sagen, wie ihr abgestimmt habt. Das für den Moment, den Zwischenstand kennt ihr ja jetzt. Und so setze ich einen Punkt und sage ciao.